Ich bitte jetzt um einen herzlichen Applaus für dich, lieber Daniele. Komm auf die Bühne. Dr. Daniele Ganser. Hallo. Ja, vielen Dank für die ganz freundliche, herzliche Begrüßung. Mein Name ist Daniele Ganser, ich komme aus der Schweiz. Und ich bin noch ganz berührt von diesem Lied, One Day. Also das ist auch ein Lied, das ich selber anhöre zu Hause, wenn ich so denke, wir kommen aus der Nummer nicht raus, wir werden uns immer umbringen. Und dann denke ich wieder, nein, wir kommen raus. Und wenn man es rein mathematisch anschaut, haben wir eigentlich die Mehrheit auf unserer Seite. Das muss man auch mal sagen. Also sind, ja. Die Gewalt hat sehr viel Präsenz in den Medien. Ja. Das hat damit zu tun, Sex and Crime Sells. Ja. Das ist einfach die Geschichte. Das ist die Funktion der Medien. Aber man hat dann vielleicht den Eindruck, wenn man die Medien sieht, die Welt ist voller Gewalt. Und das ist nicht so. Ja. Die Medien sind voller Gewalt, weil sich das verkauft. Das ist der Grund. Aber wir sind 8 Milliarden Menschen und 7,9 Milliarden sind sicher nicht dabei, jemanden zu töten. Und die letzten 100 Millionen, da sind auch nicht alle dabei, sich zu töten. Die sind einfach in Konflikte verstrickt, aber es sind wiederum auch nicht eine Million, jetzt auf beiden Seiten, wenn man Ukraine und Russland nimmt, die sich töten, oder wenn man Palästina und Israel nimmt, die sich töten, ist nicht eine Million. Also wir sind wirklich die Mehrheit. Das finde ich, diese Veranstaltungen sind sehr, sehr wichtig, weil ich habe von Menschen gehört, dass sie denken, sie sind isoliert oder dass wir sind nur wenige. Das täuscht total. Vielleicht ist man die einzige Person im Haus oder in der Straße oder in der Familie, die sozusagen aktiv denkt, der Frieden ist möglich. Aber ich reise ja von Ort zu Ort und ich habe diese Perspektive, die ich jetzt wieder habe, und natürlich alles ist perspektivisches Sehen, aber meine Sicht ist so, dass wir unglaublich viele sind. Ja? Ich frage mich immer, wenn wir so viele sind. Wenn wir so viele sind, gibt es keinen Grund, eigentlich zu zweifeln, dass wir uns durchsetzen werden. Sondern ich glaube, irgendwann kommt der Moment, das braucht einfach Geduld. Ja, das braucht Geduld. Aber wenn wir die grundsätzliche Wahl haben, ob wir wieder zurück in die Gewalt gehen oder ob wir den Friedensweg gehen, dann müssen wir nicht mehr wechseln. Es reicht, wir können einfach den Friedensweg gehen und den Rest können wir sozusagen, wie Silke sagen würde, dem Universum überlassen. Ja, also. Mal schauen hier mit den Folien. Ja, genau, ich würde natürlich gerne noch was über die Politiker sagen. Die Politiker beurteilen ja die Weltlage ganz unterschiedlich. Ja, ich habe hier rechts im Bild haben Sie Wladimir Putin, den Präsidenten von Russland. Dann der zweite von rechts, das ist Xi Jinping, das ist der Präsident von China. Dann, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Olaf Scholz. Und Joe Biden. Und Sache ist die, dass natürlich diese Politiker jetzt sowohl zum Ukraine-Krieg als auch zum Israel-Palästina-Krieg auf gegenüberliegenden Seiten stehen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Also wir sind vollkommen im Zeitalter der Polarität. Und das kann man so sehen, dass Xi Jinping und Putin kämpfen gegen Zelensky. Und Scholz und Joe Biden liefern Waffen an Zelensky. Also da sind schon mal diese zwei Pole. Und dann werden wir immer aufgefordert, Partei zu ergreifen. Das heißt immer, bist du für Zelensky, bist du für Waffenlieferungen oder bist du gegen Waffenlieferungen an Zelensky? Und dann reicht es einfach zu sagen, ich bin für den Frieden. Ja? Es reicht, wenn Sie einfach sagen, ich bin für den Frieden, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Dann ersparen Sie sich die Lektüre aller Details. Ja? Weil es ist schon sehr aufwendig, immer alle Details zu lesen. Kann man machen, ja.
Aber jetzt ist ja schon der nächste Konflikt seit dem 7. Oktober 2023, ist die Frage, bist du für Israel oder bist du für Palästina? Und wenn Sie den Satz vorher sich gemerkt haben, sind Sie im Vorteil, weil dann können Sie sofort wieder verwenden. Sie können sagen, ich bin weder für Israel noch für Palästina, ich bin für den Frieden, beide gehören zur Menschheitsfamilie. Da sind Sie schon durch mit der Lektüre. Und natürlich kann man sich zusätzlich kann man sich noch Hintergrundwissen aneignen, das ist immer eine kluge Idee. Aber was wir einfach verstehen müssen, dieses in den Nationalismus sich hineinziehen lassen, das ist eine große Täuschung. Ja, das hatten wir im Ersten Weltkrieg, Deutsche haben Franzosen erschossen und Franzosen haben Deutsche erschossen, nur weil die verschiedene Uniformen getragen haben und verschiedene Sprachen gesprochen haben. Die Männer untereinander, die 20-Jährigen, das wissen wir ja heute aus der Forschung, die kannten sich gar nicht. Die kannten sich nicht, die hatten auch kein persönliches Problem. Und der israelische Pilot, der gerade jetzt eine Bombe auf den Gazastreifen abwirft, gerade jetzt, der kennt den Palästinenser nicht, den er tötet. Er hat ihn nie getroffen. Und das ist natürlich der Wahnsinn, in dem wir leben. Ich würde darum einfach empfehlen, Entschuldigung, hier geht es hin und her, ja, kritisch gegenüber der Rüstungsindustrie zu sein. Das kann man sicher sein. Die Rüstungsindustrie in den USA hat ein Volumen von 880 Milliarden Dollar. Ja. Das, wenn Sie mal Kopf rechnen, das ist mehr als eine Milliarde pro Tag, oder? 880 Milliarden. Mehr als 2 Milliarden pro Tag, jeden Tag. Und da muss man wissen, im Kapitalismus hat das eine große Dynamik. Alles, was sehr viel Geld abwirft, hat eine Dynamik an und für sich, weil Leute fragen mich ja, warum geht das nicht vorwärts mit der Friedensbewegung? Dann sage ich, ja, die Kräfte sind im Moment so, dass es eben auch ein großes Geschäft ist, Krieg zu führen. Und die Friedensbewegung hat tatsächlich Mühe, einen Raum zu mieten. Ja. Und es tut mir auch ein bisschen leid für Erich. Immer wenn er mich bei den Rednern dabei hat, wird es noch schwieriger. Ich habe zwar gesagt, Sie müssen die Details nicht kennen, aber wenn Sie trotzdem Lust haben auf ein paar Details, habe ich einige mitgebracht. Also wir müssen jetzt im Moment verstehen, dass die Welt im Wechsel ist von der unipolaren zur multipolaren Weltordnung. Unipolar bedeutet, die USA kontrollieren das Spiel. Das war von 1990 bis 2022. Und die multipolare Weltordnung ist so, dass jetzt die BRICS-Staaten aufsteigen und sagen, wir machen da nicht mehr mit. Und wenn Sie es anschauen, das sind die NATO-Staaten, grün eingezeichnet, das sind 31 Staaten, jetzt mit der Mitgliedschaft von Finnland. Und dann denkt man, 31, das ist vermutlich die alle Staaten der Welt. Aber da müssen Sie wissen, wir sind 193 Staaten. Das heißt, mehr als 160 Staaten sind nicht in der NATO. Und unser Problem hier in Deutschland und in Österreich und der Schweiz, Österreich und Schweiz sind nicht Mitglied der NATO, aber wir bekommen auch immer die NATO-Kommunikation. Unser Problem ist, dass wir immer alles durch die NATO-Brille sehen. Immer. ZDF, ARD, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, was sie alles haben. Das ist immer die NATO-Perspektive. Und es gibt aber eine andere Perspektive, und das ist die Perspektive der BRICS-Staaten. Das sieht man vor allem bei der Ukraine. Ja, die BRICS-Staaten, das ist Brasilien, Indien, China, Südafrika und Russland. Und die haben natürlich eine ganz andere Perspektive, gerade zur Ukraine. Und diese BRICS-Staaten unterstützen eben nicht Zelensky. Ja. Die NATO unterstützt Zelensky, die BRICS-Staaten unterstützen Putin. Ja. Und hier in Deutschland wird erzählt, alle Menschen liefern Waffen an Zelensky. Alle Menschen sind der Meinung, dass er ein Robin Hood ist, ein Friedensengel, was auch immer. Das ist die Perspektive innerhalb der NATO. Die Inder sehen das gar nicht so. Die Brasilianer sehen das auch nicht so. Die Südafrikaner sehen das auch nicht so. Also versuchen Sie immer wieder aus dieser NATO-Perspektive auszubrechen, wenn es irgendwie möglich ist. Moment, nächste Folie. Die BRICS-Staaten, das haben Sie vielleicht gesehen, eben das ist B für Brasilien, R für Russland, I für Indien, C für China und S für
Südafrika. Ich möchte jetzt nicht sagen, die BRICS-Staaten haben recht und die NATO-Staaten sind falsch. So einfach ist es nicht. Aber ich möchte einfach sagen, die Welt ist im Umbruch und in den NATO-Staaten leben etwa 1 Milliarde Menschen. In den BRICS-Staaten leben 3,5 Milliarden Menschen. Das heißt, diese Umwälzungen sind von so großer Dynamik, dass es egal ist, eigentlich, was Scholz entscheidet. Die Sache ist größer. Ja. Ja. Ja, vielleicht entspannt Sie das zu wissen, es liegt nicht in Baerbocks Hand. Ja. Sondern es sind historische Prozesse. Und in diesen historischen Prozessen ist für die Friedensbewegung eigentlich wichtig zu sagen, wir sind innerhalb des NATO-Raums, wir müssen die NATO kritisieren, wenn sie andere Länder bombardiert, wenn sie Afghanistan bombardiert, wenn sie Libyen bombardiert, wenn sie Syrien bombardiert, wenn sie Irak bombardiert, wenn sie Serbien bombardiert. Die NATO nennt sich Verteidigungsbündnis, aber der Begriff ist falsch. Es ist ein Angriffsbündnis. Ja. Und da muss die Friedensbewegung den Finger drauf halten und sagen, das geht so nicht. Ja. Und es wäre einfach wertvoll, mit den BRICS-Staaten eine friedliche Koexistenz zu machen. Das geht nicht. Die Franzosen haben das schon gesagt, haben gesagt, wir wollen dann nicht irgendwie in Taiwan zusammen mit den USA gegen China kämpfen. Und das ist wichtig, dass man darüber jetzt schon nachdenkt, weil das ist natürlich der Plan, dass man alle anderen NATO-Staaten sozusagen immer in die Konflikte hineinzieht, also die Deutschen in die Ukraine mitnimmt, die Deutschen nach Afghanistan mitnimmt, die Deutsche jetzt auf die Seite von Israel mitnimmt und überall immer mitnimmt. Und das ist einfach keine gute Idee. Deutschland sollte neutral sein und eine Kraft für den Frieden. Es müsste ein Land in der Mitte sein. Die BRICS-Staaten werden übrigens mehr. Auf 1. Januar kommt dazu, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, Ägypten, grenzt ja übrigens an den Gazastreifen, dann Äthiopien, Saudi-Arabien, ein langer Allianzpartner der USA, wechselt jetzt ins Lager der Chinesen. Der Iran kommt auch im Januar dazu. Iran natürlich jetzt mit Hisbollah und Hamas mittendrin in der ganzen Sache. Und Argentinien kommt auch dazu. Das heißt, die BRICS wachsen an auf 11 Staaten. Und wie gesagt, das liegt nicht in der Hand von Annalena Baerbock. Aber die Beobachtungen, die Sie als Bürgerinnen und Bürger machen müssen, ist einfach, aha, hier verschiebt sich etwas. Und es verschiebt sich so oder so. Weil einige in der Friedensbewegung sind ja ungeduldig. Ja. Es ist kein Grund, ungeduldig zu sein. Viel mehr Wechsel können wir fast nicht verdauen. Ja. Ja, wenn man sagt, ich möchte das sofort, ja, ja. Müsste aber dann auch den Wechsel mitgehen. Das ist zum Teil anstrengend. Es ist doch, ich glaube, für alle schon ziemlich anspruchsvoll. Weil jetzt ist diese neue Situation, ich mache vielleicht ein Handzeichen für Folienwechsel. Ja. Das ist der Gazastreifen. Und aus diesem Gazastreifen sind jetzt am 7. Oktober Hamas-Kämpfer, man muss sagen, ausgebrochen. Weil Gaza ist eigentlich wie ein Freiluftgefängnis. Das ist rundherum abgeriegelt. Und auf dem Internet wird jetzt extrem diskutiert, wie war das möglich, weil ein Teil der israelischen Armee steht natürlich immer außerhalb vom Gazastreifen und wenn da jemand ausbricht, ist es wie beim Gefängnis, dann werden die Ausbrecher erschossen. Das ist das Normale. Ja. Und das ist nicht passiert, sondern die Hamas konnte ausbrechen, konnte 5 Kilometer tief ins israelische Land eindringen und hat 1300 Leute umgebracht. Und da sagen jetzt einfach viele Militärexperten, das ist erstaunlich. Ja. Und ich kann das jetzt nicht aufschlüsseln, weil ich bekomme unglaublich viele Fragen. Herr Ganser, was denken Sie? Da sage ich, ja, muss mal überlegen. Ja. Und was rein emotional möglich ist, ich sage nur, es ist möglich, ich sage nicht, es ist bewiesen. Man kann natürlich, wenn man jetzt sagt, man möchte gegen den Gazastreifen kämpfen, kann man zuerst der Hamas 3-4 Stunden Raum lassen und eigenes Blut, also aus israelischer Perspektive, israelisches Blut vergießen lassen, 1300 Tote, das wird den Volkszorn raufbringen, um danach eigentlich die Operationen durchführen, die man will. Ich sage nicht, das ist bewiesen, aber das wird jetzt diskutiert und ich kann ein Beispiel nennen aus der Geschichte, wo ich sicher bin, dass es so war, das war Pearl Harbor.
die Japaner haben wirklich angegriffen, 1941. Am 7. Dezember 1941 habe ich das lange untersucht und es ist auch genügend weit weg, darum kann ich es wirklich jetzt kommunizieren. Aber der amerikanische Präsident Roosevelt wusste damals, dass die Japaner angreifen. Die haben die Funksprüche abgefangen, das ist die Operation Magic. Und sie haben absichtlich auch den Flottenstützpunkt der USA nach Pearl Harbor verlegt, also in den Pazifik heraus. Vorher war die US-Pazifikflotte in Kalifornien stationiert. Sie haben also den Knochen wie näher an die Hundehütte gelegt. Und das wird einfach nicht richtig kommuniziert, auch an den deutschen Universitäten, dass der Kriegseintritt der USA eine Täuschung des eigenen Volkes war. Weil natürlich waren einige überrascht. Also die meisten Menschen waren überrascht in den USA. Aber die Frage ist immer, war Roosevelt überrascht? Und meine Antwort ist, nein, Roosevelt war nicht überrascht. Und dann muss man in der militärischen Kommandokette hinschauen, wer das Kommando in Hawaii hatte. Und das war Admiral Kimmel. Und dann ist die Frage, war Kimmel überrascht? Und die Antwort ist ja. Weil Kimmel hat die Schiffe nicht rausgefahren. Man hat nicht die Schiffe im Hafen angetäut, angemacht, wenn der Gegner kommt. Das ist die schlechtmöglichste Kampfposition, sondern man muss rausfahren. Da hat er die alle angemacht am Hafen, dann kann man die sofort mit Schiffen und mit Torpedos versenken. Und Kimmel hat dann später gesagt, warum habe ich eigentlich diese Kommunikation nicht bekommen, die ihr im Pentagon gehabt habt? Und das ist also Verrat innerhalb der amerikanischen Armee. Und eine solche Diskussion, glaube ich, steht Israel bevor. Netanyahu sagt, er habe keine Warnung bekommen. Die Warnungen kamen gemäß ägyptischen Quellen von General Kamel. Ja, der heißt Kamel. Und er hat aus Ägypten heraus gesagt, es kommt ein Anschlag der Hamas. Und Netanyahu, das kann man im Spiegel im Moment nachlesen, das ist nicht von Klaas Relotius, der Netanyahu gesagt, nein, der General Kamel hat mich nicht informiert. Das ist der Chef des ägyptischen Geheimdienstes. Das heißt, ich bin an der Sache dran, aber es ist noch ein bisschen unklar. Schauen wir uns den Gazastreifen an, einfach, dass ihr das versteht. Es ist ein fest abgeriegeltes Gebiet. Das sind 50 Kilometer, hoher Zaun. Man kann da nicht einfach rauslaufen. Das ist nicht, jemand hat mich gefragt, ist da vielleicht 2-3 Kilometer offen, ja, wo man beim Zaun gespart hat? Dann habe ich gesagt, nein. Nein, das ist durchgehend geschlossen, durchgehend. Und es gibt zwei Kontrollstellen, also zwei Tore. Das eine ist Rafah und da geht es rüber nach Ägypten. Ägypten wird jetzt Mitglied der BRICS im Januar. Ja. Und jetzt ist die Frage, kann Ägypten Rafah aufmachen, dann könnten die 2 Millionen Menschen in Gaza könnten nach Ägypten gehen. Und dann sagt Al-Sisi, das ist der Präsident in Ägypten, nein, haltet Rafah zu. Warum sagt er das? Weil er sagt, wenn die 2 Millionen in Ägypten sind, nimmt Israel die nie mehr zurück. Okay? Das ist sein Argument. Dann sagt Israel, gut, dann geht mal in den Süden. Also von der Fläche her hat Israel gesagt, die Palästinenser sollen in den Süden und man fängt von Norden an eigentlich zu bombardieren. Das heißt, man erhöht eigentlich den Druck auf Rafah, auf den Grenzposten. Das ist jetzt, während wir hier sitzen, die Situation. Darüber hinaus gibt es einen zweiten Ausgang aus dem Freiluftgefängnis, das ist Kerem Shalom, das geht nach Israel, der ist geschlossen, und Eretz im Norden ist auch geschlossen. Und das ist ein absolutes Drama, weil was jetzt passiert, ist natürlich jeder Tag, der verstreicht, bilden sich die BRICS und die NATO-Blöcke noch mehr. Ja, das Berliner Brandenburger Tor hatte zuerst die Ukraine-Flagge und jetzt ist die israelische Flagge da. Ja, das heißt, die Leute werden wieder in die Polarität getrieben. Eigentlich muss man da einfach wach werden und merken, was passiert eigentlich. Nächste Folie bitte. Also am 7. Oktober, das ist jetzt einfach für die Geschichtsbücher, wurde Israel durch die Hamas angegriffen. Daraufhin erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den Kriegszustand und befahl die Bombardierung des Gazastreifens. Ich weiß, dass Sie das wissen, aber das ist just for the record. Okay. Weil der Krieg dauert schon seit 1948, ist ein Krieg, der schon 75 Jahre dauert. Und es ist ein sehr, sehr, sehr komplizierter Konflikt. Wenn ich einen empfehlen darf, ist es Michael Lüders. Ich weiß nicht, kennen Sie Michael Lüders? Darf ich ein Handzeichen, wer Michael Lüders kennt? Okay, kennen viele. Ja. Und auch von den Publikationen würde ich Nachdenkseiten empfehlen.
schreiben sehr interessant. Es gibt natürlich auch andere Apolut und Weltwochen. Es gibt noch viele, ich will es nicht erwähnen, aber einfach eine andere Perspektive auf den Konflikt zu bekommen. Nächste Folie bitte. Und hier, das möchte ich eben auch zeigen, das ist in den USA, sind sehr viele Jüdinnen und Juden hingestanden und schreiben, not in my name, not in our name, de-escalate now, ceasefire now, my grief is not your weapon. Und das ist ein guter Satz, my grief is not your weapon, das heißt, mein Schmerz ist nicht deine Waffe. Und das ist tatsächlich um das, was es im Moment geht, es werden die Gefühle der Menschen werden manipuliert und dann genutzt von einer kleinen Gruppe, um wieder in die Gewalt zu steuern. Das ist ein uralter Trick, also bei Pearl Harbor war es ganz sicher so. Also Roosevelt hatte das Problem, dass viele US-Amerikaner nicht in den Krieg wollten. Er wollte Krieg führen, dann nach dem Anschlag auf Pearl Harbor haben sich sehr, sehr viele junge Männer freiwillig für den Krieg gemeldet. Ja. Das heißt, über die emotionale Basis kann man eigentlich die Menschen in den Krieg führen und darum ist es für die Friedensbewegung ganz wichtig, die emotionale Basis zu beobachten, okay? Weil dort läuft das Spiel und das ist dann das Thema Achtsamkeit. Nächste Folie bitte. Hier noch die Karte, wie das aussieht. Man sieht natürlich, das Westjordanland und der Gazastreifen sind nicht verbunden. Darum ist Palästina kein funktionierender Staat. Es ist natürlich eine Idee und man hat einen Teilungsplan gemacht und die Zwei-Staaten-Lösung und Sie kennen das, aber es ist im Moment kein funktionierender Staat. Aber rundherum sind sehr, sehr viele muslimische Länder und Sie können sicher sein, dass die Darstellung des Konfliktes auf Al Jazeera völlig anders ist als auf ARD. Ja. Das ist so. Ja. Und darum ist es sehr wichtig zu erkennen, es ist perspektivisches Sehen. Und dann fragen viele Leute, ja, aber ich will jetzt endlich wissen, welche Seite hat Recht? Wo muss ich mich positionieren? Immer, sage ich immer, einatmen, ausatmen, nicht in die Polarität, für den Frieden. Einfach für den Frieden, weil die Spaltung geht super, super schnell. Ja, super schnell. Moment, wir sind nochmal zurück. So. Oh, okay. Eine kleine Achtsamkeitsübung. Also, Brasilien gehört ja zu den BRICS-Staaten. Und jetzt hat am 18. Oktober hat Brasilien im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution eingelegt und hat eine humanitäre Pause gefordert, also ein Waffenstillstand. Das ist im Moment die Diskussion. Ich unterstütze das natürlich, das wäre richtig, es braucht Gespräche, weil man kann nicht die Hamas ausradieren. Das geht, rein militärisch geht das nicht. Die Hamas ist natürlich eine Kampftruppe, aber sie ist auch eine politische Partei und darüber hinaus ist sie eine Idee. Ja? Und eine Idee kann man nicht töten, es geht nicht. Man kann alle 2 Millionen Menschen im Gazastreifen töten und der Frieden wird nicht kommen. Ja? Also das heißt, Israel steht hier selber vor einer Aufgabe, wo ich mir sage, was haben die sich überlegt? Ja, das ist super, super gefährlich, weil das ist so explosiv mit anderen Staaten vernetzt. Und darum ist der Vorschlag von Brasilien cool, richtig. Ja, der kommt von den BRICS-Staaten und die sagen, wir wollen einen Waffenstillstand. Das würde bedeuten, die Israelis dürfen Gaza nicht weiter bombardieren, dürfen auch nicht mit Panzer reinfahren, was sie jetzt hin wieder tun. Die Panzer fahren rein und sofort wieder raus. Die Hamas, die haben keine Panzer, die haben keine Luftwaffe, die haben keine Schiffe, die haben nur Raketen. Die sind also rein militärisch absolut unterlegen. Aber diese Resolution wurde gestoppt im Sicherheitsrat mit einem Veto der USA. Das heißt, die Resolution kam nicht durch und was wir jetzt beobachten, ist natürlich, die NATO stellt sich hinter Israel, die USA stellt sich hinter Israel, Baerbock stellt sich hinter Israel, Scholz stellt sich hinter Israel. Es ist genau das, was schon war mit der Ukraine, mit Zelensky. Es ist genau das Gleiche. Man stellt sich hinter den von den USA als richtig gesehenen Partner. Und jetzt gibt es aber einen eklatanten Widerspruch. Bei der Ukraine kann man ja sagen, Zelensky verteidigt den Bereich, der von Russland besetzt wurde. Okay? Also die Deutschen oder auch die USA sagen, das geht ja nicht, hier ist besetztes Land, man muss doch den verteidigen, der sozusagen
das besetzte Land wieder frei bekommen will. Ja, das war die Rhetorik in den letzten 2 Jahren. Bei Israel ist gerade das Umgekehrte, weil Israel ist der Besetzer. Okay? Israel ist der Besetzer vom Westjordanland und vom Gazastreifen. Also ist jetzt die USA und auch Deutschland sind vor dieser logischen, komplizierten Situation. Ja, für die Besetzung oder für den Besetzer. Ja? Ich weiß nicht, ob sich das Baerbock schon überlegt hat, aber das ist tatsächlich ein Widerspruch. Es ist ein Widerspruch, der diskutiert wird. Und die BRICS-Staaten weisen auf diesen Widerspruch hin. Und nächste Folie. Auf CNN hat jetzt ein Palästinenser gesagt, warum unterstützen die Vereinigten Staaten die Ukraine im Kampf gegen die Besatzung, während sie im Nahen Osten den Besatzer unterstützen? Ja. Und das ist natürlich eine Frage, die jetzt global zirkuliert und die eigentlich diesen Widerspruch aufzeigt, in dem sich die NATO verfangen hat. Und dass die NATO jetzt tut, ist in der Kommunikation einfach zu sagen, dass diese Fragen sind nicht relevant. Wir wissen schon, Zelensky ist gut und Benjamin Netanyahu ist gut, egal was die machen. Okay. Und da ist wirklich die Friedensbewegung natürlich gefordert und ihr werdet das vielleicht manchmal merken, dass es einem so hin und her zieht, dann denkt man, na, die haben recht oder nein, aber die haben recht und es ist energetisch tatsächlich nicht ganz einfach, der Zustand und darum wiederhole ich es nochmal, ihr müsst euch nicht für eine nationale Gruppe entscheiden, sondern ihr könnt einfach sagen, ich bin für den Frieden, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Das ist eine analytische Ebene, die höher als der Nationalismus ist. Ja? Die ist analytisch eine Stufe höher, aber absolut valabel. Absolut valabel. Also nicht so, ja, das ist aber eine komische analytische Ebene. Nein, nein, das ist eine gute analytische Ebene. Ist einfach, einige verstehen sie noch nicht, aber sie können sie trotzdem, ja. Weil Sie werden sehen, sehr viel vom Diskurs läuft jetzt auf der Ebene von nationalen Identitäten. Und das sind sehr starke Identitäten. Ja? Die meisten, von welchem Land kommst du? Ja, ich komme aus diesem Land. Und du? Ja, ich komme aus diesem Land. Zeig dein Pass. Ja. Und ich sage auch bei der Weltmeisterschaft, beim Fußball, ist es sogar notwendig, dass man ein bisschen in den Nationalismus reingeht, weil sonst macht es keinen Spaß. Also es braucht schon so ein bisschen Gefühl, dass wenn jetzt alle die gleichen Trikots haben und die gleiche Hymne singen und also dann geht es ja nicht. Aber das ist Fußball. Sag ich, für den Sport können wir uns den Spaß Nationalismus erlauben, aber sonst im Krieg eigentlich nicht mehr. Und Achtung, die zweite große Ebene, wo sehr starke Identitätsstrukturen vorliegen, ist die Ebene Religion. Und die ist nicht weniger dynamisch als die Ebene Nationalität. Und die trifft jetzt aufeinander. Ja, wir haben etwa 2,4 Milliarden Christen und jetzt etwa 1,6 Milliarden Muslime und nur etwa 16 Millionen Juden. Und die Hälfte davon lebt in Israel, die andere Hälfte lebt in den USA. Das heißt, die Juden sind eine kleine Minderheit in den Religionsgruppen. Und jetzt knallen die aufeinander. Wenn man auf der Ebene der Religion identifiziert ist, ja, dann ist man der Meinung, ah, meine Religion hat sowieso recht, was machen wir gerade? Ja, wir machen dies, wir machen das, gut, ich bin dafür. Ja. Das ist die blinde Identifikation mit einer identitären Gruppe. Und das sollte man auch nicht tun. Und da ist eben der Begriff Menschheitsfamilie ideal. Man ist oberhalb der religiösen Identifikation. Egal, ob man Jude, Muslim oder Atheist oder was auch immer ist, man kann sagen, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Die nächste Folie bitte. Das ist ja tatsächlich noch schriftlich, was ich schon gesagt habe. Keine Spaltung nach Nation, Religion oder Hautfarbe oder Einkommen oder Bildungsstatus. Ja, einige haben das Gefühl, weil sie Abitur haben, ja, haben sie hier den besseren Durchblick. Aber eigentlich, ja. Eigentlich ist es oft so, dass diejenigen, die eine sehr hohe Ausbildung haben, ich möchte jetzt natürlich alle mit sehr hoher Ausbildung hier nicht beleidigen, aber tatsächlich passiert nämlich dann eine dramatische Sache, es gibt eine Identifikation mit den eigenen Gedanken. Okay? Das ist ja wirklich eine dramatische Situation und was dann passiert ist, man liest etwas und man denkt, weil ich ja so gut denken kann, ist ja das, was ich gelesen habe, die Wahrheit. Ja?
Und das ist trügerisch. Das ist sehr trügerisch. Man merkt vor allem bei hohen Bildungsschichten eine starke Identifikation mit den eigenen Gedanken. Und dann wird nicht die Nation verteidigt, es wird auch nicht die Religion verteidigt, sondern es werden die eigenen Gedanken verteidigt. Aber auch sehr totalitär. Ja. Und wenn Sie sich jetzt fragen, oh, hoffentlich passiert mir nicht das, oder? Dann muss ich Ihnen leider sagen, das ist Ihnen sicher auch schon passiert. Aber es gibt eine einfache Hilfe dagegen, die heißt, glaub nicht alles, was du denkst. Okay? Das ist das Gegengift. Ja? Weil während Corona, das ist ja eine dramatische Erfahrung, diese Corona-Zeit, aber da waren wieder die Gedanken, ja? Es ging ja nicht um Religion eigentlich, es ging auch nicht um Nation, ja? Und trotzdem gab es eine unglaublich tiefe Spaltung. Und was war denn die Spaltung? Eine Gruppe hat sich mit diesen Gedanken identifiziert, die anderen haben sich mit den anderen Gedanken identifiziert. Ja? Und die einen haben halt gesagt, ja, ich habe das auf ARD gesehen, darum muss es die Wahrheit sein. Ja? Das ist auch eine gewisse Obrigkeitsgläubigkeit oder eine Gläubigkeit gegenüber den Medien. Ja? Und andere haben gesagt, ja, warum glaubst denn du diese Gedanken? Ja, das hat der Bundeskanzler gesagt. Kann man machen, ja. Nächste Folie, bitte. Und darum möchte ich jetzt die analytische Ebene wechseln. Ich möchte jetzt weg von Ukraine, ich möchte weg von Gaza. Ich habe schon erklärt, wenn wir auf der Ebene der Nationen bleiben, kommen wir aus der Nummer nicht raus. Okay? Wir haben genügend Waffen. Waffen haben wir genügend. Also wir können natürlich alles in die Luft jagen. Das geht. Das ist einfach nicht eine gute Idee. Und darum ist es wichtig, dass wir die Ebene der Nationen verlassen und dass sowohl aus der Gruppe der Palästinenser wie auch aus der Gruppe der Israelis die Friedensbewegung gestärkt wird. Darum finde ich das Lied, das am Anfang eingespielt wurde und das Erich am Schluss mit uns singen will, perfekt. Weil das sind Juden, ich sage mal Araber, aber vor allem Palästinenser, die zusammen singen und sie singen One Day. Ja, eines Tages werden wir uns nicht mehr töten. Wir sind noch nicht an diesem Tag. Wir sind noch nicht an diesem Tag, weil wir sehen ja, was ist die Evidenz? Es wird getötet. Aber wir wissen auch, das ist nicht die beste Ausgabe von uns als menschlichen Wesen. Ja, wir sind sehr kreative Wesen, wir können ganz Verschiedenes. Natürlich, wir können vergewaltigen, foltern, enthaupten, vergasen, das haben wir alles gemacht. Aber wir können auch unterstützen, nähren, helfen, retten, heilen, lieben. Wir können das, ja? Wir können alles. Ja? Und jetzt möchte ich einen Tipp geben, wie man dann durch diese Zeiten durchkommt. Wenn so viele negative Nachrichten reinkommen, ist die erste Regel weniger News konsumieren. Ja? Offline ist das neue Bio. Ja? Weil es sind vor allem die News, die einem in den Nationalismus oder in religiöse Strukturen reinziehen. Und dann ist eben die Bundeswehr in Afghanistan. Okay? Und dann kämpft sie da 20 Jahre lang. Und man fragt sie, was machen wir dort eigentlich? Ah, die Frage darf aber nicht gestellt werden. Und da sage ich wirklich, wenn man genau hinschaut, merkt man, man kann einen massiven Schaden erleiden durch intensiven Fernsehkonsum. Ja? Und ich kenne natürlich Leute, die sagen, ja, können Sie ja. Ich habe dann Leute, die haben mir gesagt, ja, ich habe den Fernseher weggegeben. Dann fühlen sie sich erleuchtet, aber sind immer vor dem Laptop. Ich meine, das zählt nicht, okay, das zählt nicht, sondern was wir sagen müssen, ist kombinierte Bildschirmzeit, Laptop, Smartphone, Fernseher. Kombinierte Bildschirmzeit in Stunden pro Tag, muss jeder selber zusammenrechnen, ist überraschend hoch, ja, ist überraschend hoch. Und dann müssen Sie wissen, das, was Sie anschauen, verknüpft sich sofort. Es verknüpft sich, das sind die Regeln der Psychologie. Herr Marz wird das hoffentlich dann vielleicht bestätigen, ich will da nicht vorgreifen, aber Sie können nicht verhindern, dass das in den Kopf geht, wenn Sie es aufs Trommelfell bekommen. Sie können auch nicht verhindern, dass es in den Kopf geht, wenn Sie es aufs Auge bekommen. Also ich sage jetzt zum Beispiel, denken Sie bitte nicht an eine Banane. Ja? Ja, die wenigsten werden an einen Apfel gedacht haben, obwohl ich doch gesagt habe, nicht. Ja? Aber es geht ja sofort, dann geht es aufs, es ist zuerst eine Welle, die Welle geht aufs Trommelfell, das Trommelfell übersetzt das in einen Nervenimpuls und dann werden die Synapsen verknüpft. Es ist wirklich, das ist untersucht. Ja?
Und darum ist es eben entscheidend, was wir anschauen und was wir hören. Ich würde wirklich raten, achten Sie, wem leihen Sie Ihr Ohr? Ja? Wo schauen Sie hin? Und Kriegsbilder würde ich strikt vermeiden. Schauen Sie keine Kriegsbilder an. Kriegsbilder haben nur einen Effekt, dass man erschüttert wird. Ja? Und in der Erschütterung ist man nicht mehr fähig, eine klare Analyse zu machen. Da gehen Sie lieber in den Wald spazieren. Es ist wirklich heilsamer. Wenn Sie... Ja. Wenn Sie dann sagen, mich interessiert die Sache aber sehr, ja, ich will jetzt mehr wissen, und das ist übrigens ein Problem in der Friedensbewegung, dass wir alle sehr, sehr interessiert und neugierig sind. Ja. Ich mache das niemandem zum Vorwurf, aber dieses große Interesse und diese große Neugier führt vielleicht manchmal dazu, dass wir uns Bilder anschauen, die wir uns überhaupt nicht anschauen sollten, und dass wir uns so viel News in die große Hirnrinde reinfräsen, dass wir danach einen Schaden haben. Es ist einfach so. Und wenn wir das weniger tun würden, wären wir gestärkt. Ja? Wir wären stärker. Und der Punkt ist der, wenn man, ich sage immer, wenn jemand sagt, ich will jetzt das wissen, Ukraine oder Vietnam oder Pearl Harbor oder Gaza, okay, nehmen Sie Karten und nehmen Sie Text. Okay? Am besten Bücher ohne Hyperlinks. Aber Sie können auch Hyperlinks nehmen, dann müssen Sie aber aufpassen, wo Sie landen. Weil mit Karten haben Sie eigentlich eine rationale Analyse. Wie hat sich das verändert? Wo war das Osmanische Reich? Was war Palästina als Mandatsgebiet der Briten? Da werden Sie nicht geschockt, sondern Sie schauen sich das an und bauen ein Wissen auf. Völlig okay, kein Problem mit Karten. Oder Sie lesen Bücher, wo einfach Text ist. Geht auch. Aber was ja die meisten machen, sie nehmen das Smartphone oder sie haben den Laptop und da kommen Videos und das, einige werden geköpft, andere explodieren und da kommt noch ein Auto, das sich dreimal dreht und zwischen fällt eine Katze ins Schwimmbad. Das kann man schon machen. Ja, aber es führt nicht zu einem Wissensaufbau. Ja, es funktioniert einfach nicht, sondern es ist maximale Reizung. Und bei einigen ist das jetzt so passiert, dass sie nur noch Informationen aufnehmen können, wenn sie extrem gereizt werden. Immer wieder gereizt. Sie sind so gewohnt, sie müssen immer gereizt werden. Sie sind TikTok konditioniert. Und wenn man denen ein Buch gibt mit 100 Seiten, dann sagen sie, was ist denn das, oder? Dann fangen die an lesen und sagen, wann kommt die Katze? Und das ist wirklich... Ja. Es fehlt... Ja. Passen Sie auf, dass es Ihnen nicht passiert, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, weil das Gehirn gewöhnt sich natürlich an Reize. Das ist eine chemische Situation, wo andere besser darüber sprechen können, aber es ist einfach so. Und bei chemischen Reaktionen gewöhnen wir uns daran. Ja. Und da sage ich, entweder weniger Medien konsumieren oder wenn man Medien konsumiert, dann ohne Bilder. Ja. Die Bilder weglassen und sich überlegen, okay, wer sagt was, was sind die verschiedenen Positionen. Eine andere Technik hier, darum habe ich dieses Foto mit der Seerose mitgemacht, das ich selber gemacht habe, ich finde es noch ein gutes Foto. Ja. Wenn man eine Seerose abzeichnet oder fotografiert und vielleicht 3 Stunden an dieser Seerose zeichnet, was passiert dann? Ja, natürlich das Gleiche wie immer, die Nervenzellen auf dem Auge bringen das ins Gehirn und dann ist es kopiert. Schauen Sie mal auf die Rose, auf die Seerose und dann schließen Sie die Augen und schauen Sie, ob Sie die Seerose produzieren können, ohne dass die Augen geöffnet sind. Die meisten können das. Also das Gehirn kopiert sehr schnell. He? Sie schauen drauf, schließen die Augen, zack, mit geschlossenen Augen kommt kein neuer Input. Sie produzieren es aus dem Speicher heraus. Und wenn jemand das zeichnet und sich noch fragt, wie ist hier der Schatten, wo ist das Blatt, ist das vorne, ist das hinten, dann braucht er noch mehr Zeit. Er schaut noch länger drauf und dann wird es noch stärker kopiert. Und das bedeutet, dass Sie am Schluss ein Gefühl der Ordnung in sich haben. Ja? Das heißt, das Gefühl der Ordnung entsteht durch den Input und den Input kontrollieren Sie. Und das Gefühl der Unordnung entsteht auch durch den Input kontrollieren Sie. Ja? Und das ist eben die Situation, in der wir sind, dass wir uns überlegen müssen, welchen Input lassen wir uns auf die Ohren und auf die Augen. Ja. Es geht nicht durchs Knie.
Und da muss man einfach achtsam sein und sagen, welchen Input brauche ich jetzt? Und wenn man sagt, ja, ich bin völlig entspannt, ich habe genügend Energie, dann können Sie Kriege studieren, solange Sie wollen. Aber wenn Sie müde sind oder traurig oder sich erschöpft fühlen, dann gehen Sie lieber in den Wald und zeichnen eine Seerose ab. Also vielleicht nicht gleichzeitig, aber grundsätzlich, ja. Es geht dann darum, wie steuere ich mein Energiesystem. Darf ich nächste Folie? Thich Nhat Hanh, ein sehr kluger Mann, hat gesagt, wir glauben, Nahrung sei nur das, was wir mit dem Mund zu uns nehmen, doch auch das, was wir durch die Augen und Ohren, unsere Nase, unsere Zunge und unseren Körper aufnehmen. Also er hat jetzt, ich habe nur von Augen und Ohren gesprochen, natürlich ist der Mensch komplex und kann noch mehr Informationen aufnehmen. Die Frage ist, nehmen wir die Art von Nahrung zu uns oder schaffen wir solche Nahrung, die für uns gesund ist und uns wachsen lässt? Nächste Folie bitte. Also das ist jetzt die Frage. Bei der Ernährung sind wir schon sehr achtsam, viele von uns. Weil die Ernährung springt ja auch nicht durch die Lippen sofort rein, sondern wir haben dann eine gewisse Zeit, wir können hinschauen, sagen, das esse ich nicht. Ja. Bei der Information haben wir diese Zeit nicht, es geht viel schneller. Es geht so schnell. Denken Sie nicht an einen rosaroten Elefanten. Sofort ist er projiziert im Großhirn. Und nächste Folie bitte. Es ist wirklich bei der Information das Gleiche, dass wenn wir schlechte Informationen aufnehmen, fühlen wir uns schlecht. Es ist gar nicht so schwierig zu verstehen, oder? Es ist nicht super komplex. Und viele Menschen nehmen sehr viel schlechte Informationen auf und fragen sich dann, warum sie sich schlecht fühlen. Das ist eine große Kniffelaufgabe. Ja. Aber da muss man einmal genau hinschauen. Und ich bin wirklich jemand, der mit sehr, 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 sehr viel schlechter Information konfrontiert ist. Ich untersuche ganz viele Konflikte. Das ist meine Arbeit. Also ich schwimme in der schwarzen Brühe. Und darum muss ich die Techniken kennen, um das auszuhalten. Und darum erzähle ich Ihnen auch die Techniken, weil ich sie kenne. Ich nutze sie. Weil ich untersuche ja den Vietnamkrieg zum Beispiel. Dann sehe ich, man hat Agent Orange und Napalm abgeworfen auf Kinder. Extreme Deformationen. Ja. Dann lasse ich aber die Bilder weg, die schaue ich mir nicht an, weil ich weiß, that's too much, das ist zu viel. Dann schaue ich mir noch an, wie ist der Krieg ausgebrochen. Dann sehe ich, das ist Kriegslüge. Also dann habe ich den Schmerz des Krieges, dann sehe ich die Kriegslügen, dann spreche ich öffentlich darüber, dann bekomme ich einen Shitstorm in den Medien und die Antifa demonstriert noch draußen. Das heißt, das ist dann der Moment, wo Sie Achtsamkeit üben müssen. Ja? Weil Sie können nicht sagen, ja, ja. Und da sind wir in der einen oder anderen Art alle im gleichen Boot, weil Ihnen geht es ja gleich. Ja? Sie haben auch diese Informationen in der einen oder anderen Art, dann besprechen Sie es mit anderen, dann werden Sie diffamiert. Ja? Und dann gibt es Streit und so. Also sie sind in der gleichen Situation. Ich mache es einfach sichtbar und andere machen das für sich, aber das ist genau gleich anstrengend. Nächste Folie. Und da ist es eben wichtig, über die Neuronen nachzudenken. Also 100 Milliarden Nervenzellen, Neuronen haben wir. Und wenn wir uns das so vorstellen wie ein Straßennetz, wird eben durch die permanente Wiederholung einer Botschaft als Trampelpfaden eine Autobahn. Und das ist jetzt so gut zu beobachten wie noch nie. Sie haben richtig Glück, jetzt dabei zu sein. Also es war ja zuerst bei 9-11, wissen Sie noch, Wiederholung war Al-Qaida, Terror, New York, Osama Bin Laden, Afghanistan, Al-Qaida, New York, Terror, Osama Bin Laden, Afghanistan. Und dann war massive Angst vor muslimischem Terrorismus, und zwar nur durch Wiederholung. Und dann, 2014, kam der Putsch in der Ukraine und Putin hat sich die Krim geholt. Ja, dann waren Putin, Krim, Ukraine, Putin, Krim, dann war das auf der Endlosschleife. Und wenn Sie zum Beispiel bei 9-11 gesagt haben, hätten, ich habe massiv Angst vor Putin. Nicht gut, ja, das war zu früh. Ja, Sie lachen jetzt. Sie müssen schon wissen, was die aktuelle Angst ist, ja. Und das war 2001, war Angst vor Muslimen, massiv, ja, muslimischer Terrorismus. Und dann plötzlich Angst vor Russen, dank, 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 dank. Und die Muslime, haben noch jemand gesagt, was ist jetzt mit den Muslimen? Ja, vergiss das.
Und dann, wenn sie während der Krim-Diskussion hingegangen wären, dann sagt, das ist schon gefährlich. Die Russen, ich habe richtig Angst. Und ich habe vor allem Angst vor Viren. Ja, nicht gut. 2014 hätte das niemand verstanden. Ja, man hat gesagt, Viren, was ist denn mit dir los? Ja, das kannst du gar nicht unterschätzen, das ist eine große... Da haben alle gesagt, nee, jetzt ist doch Angst vor Russen. Und dann irgendwie hat sich das, jede Angst erschöpft sich dann, sehen Sie, mit der Zeit erschöpft sich das, ja? Ja? Und dann 2020 kommt Angst vor Viren. Diejenigen, die noch Angst vor Russen hatten, waren voll nicht mehr in, ja? Also was, du hast noch Angst vor Russen? Jetzt ist Angst vor Viren, man schau mal Tagesschau. Und das ist der Punkt, die Ängste jagen sich, eine nach der anderen. Und wenn sie da während dieser Angst vor Viren hingegangen wären, sie hätten gesagt, ich hab voll wieder Angst vor Russen, die laufen wohl in die Ukraine rein. Nein, nein, zu früh. Erst, nein, Sie wissen nicht, ist es Komödie oder Tragödie, aber es ist so, dass wir dann den Moment haben, der Moment ist genau zu beschreiben, ist der 24. Februar 2022. Da wechselt die Angst. Und wie wechselt sie? So, die Botschaft wechselt, die neuronale Verknüpfung wechselt. Die meisten sind da noch rumgelaufen nach der russischen Invasion in die Ukraine und haben gesagt, muss man hier Maske tragen? Weil die Verknüpfung ja noch da ist, die ist nicht weg. Ja? Und dann haben die anderen gesagt, was ist mit dir los? Jetzt geht es um Donbass und Donetsk und Luhansk und Saporische und Cherson. Und also. Die Leute, jetzt habe ich mir gerade gemerkt, was PCR heißt. Ja? Also man erinnert sich noch. Man erinnert sich noch an die letzte neuronale Verknüpfung. Ja? Man erinnert sich noch. Und einige Leute, die das bei Corona total ernst genommen haben, die waren natürlich dann enttäuscht und haben gesagt, aber jetzt sind die Inzidenzzahlen so hoch. Ja? Da haben andere gesagt, was ist denn mit dir? Was glaubst du, die Inzidenzzahlen sind nicht mehr wichtig? Und dann sagen, und die Leute werden verunsichert und sagen, aber jetzt habe ich mir das immer notiert. Ja? Das ist ja schön für dich, ja? Es ist vorbei, es geht jetzt ab. Wir müssen jetzt Leopard-Panzer liefern. Und diejenigen, die noch in der ganz starken Vernetzung mit den Inzidenzzahlen waren, haben dann gefragt, hilft denn der Leopard gegen Viren? Und jetzt haben sie die große Chance, das nochmal zu sehen. 7. Oktober 23, haben sie es gesehen, was passiert? 7. Oktober 23, Ukraine ist ausgeschalten. Es ist ausgeschalten. Es interessiert nicht mehr. Jetzt ist Gaza. Und dann kommt Gaza. Hamas, Hezbollah, Iran, Benjamin Netanyahu, Israel, Iran, Hezbollah, Hamas, Gaza. Und was jetzt entsteht, ist eine andere Angst. Ist nicht mehr die Angst vor dem Russen, ist wieder die Angst vor muslimischem Terrorismus. Okay? Und der knüpft sich wieder an auf 2001. Und dann heißt das ist wie 9-11, das wir natürlich nie genau untersucht haben. Und so sehen Sie, in der Summe werden wir von Angst zu Angst zu Angst zu Angst gejagt. Und ich möchte einfach, weil Sie alle in der Friedensbewegung sind, etwas betonen. Das ist nicht gesund für uns. Der Herr Marz und ich sehen das genau gleich. Und ich weiß, alle im Raum sehen das so. Es ist nicht gesund für uns, von Angst zu Angst zu Angst zu Angst zu Angst zu rennen. Das heißt, wenn die nächste Angst kommt, wäre hier mein Tipp, dass Sie den Freunden sagen, du, diesmal bin ich nicht dabei. Ja. Ja. Sie machen einfach eine Pause, ja? Und Sie werden sehen, im Freundeskreis wird das nicht gutiert, ja? Weil eine gemeinsame Angst eben auch identitätsstiftend sein kann. Und dann, wenn Sie einfühlsam sind, sagen Sie Ihren Freunden, hör zu, ich war voll dabei bei einem Leben, ich habe echt gezittert, ja? Und da, als Putin sich die Krim geholt hat, ich hab wirklich, wirklich Angst gehabt. Und auch bei Corona, ich schwör's, ich war richtig voll drin in der Angst. Und jetzt die ganze Ukraine-Sache habe ich auch wieder mitgemacht. Wenn ich jetzt da bei Gaza wieder voll mitmache, dann erschöpfe ich mich einfach zu fest. Ja? Und da mache ich jetzt eine Pause, aber ich verspreche dir, bei der nächsten großen Angst, ich weiß nicht, ja. Und dann
werden Leute natürlich sagen, ja, also du musst die Tagesschau schauen, dort wird die aktuelle Angst kommuniziert, das stimmt, ja. Aber dann können Sie auch mal rückfragen, warum wird denn, nachdem sozusagen die Angst erzeugt wird, nie aufgearbeitet. Es wird nie aufgearbeitet. Es gibt nie eine Analyse, was ging falsch, was ging richtig, was, sondern es ist einfach so, egal, haben wir super gemacht, weiter geht's. Ja. Hat ja schon perfekt funktioniert mit der Impfung. Auch die Panzerlieferung war eine super Idee. Jetzt stellen wir uns an die Seite von Netanyahu. Eigentlich könnte die Bundeswehr mit Israel gegen die Hisbollah kämpfen und auch im Gazastreifen aufräumen. Also es kommen immer schlechte Ideen. Ja? Und wenn Sie das beobachtend aufnehmen, können Sie sagen, nein, ich bin jetzt nicht dieser Meinung. Darf ich nächste Folie haben? Also nochmals, die Neuronen werden verknüpft. Sie haben nicht zu wenig von denen. Sie haben 100 Milliarden. Ja? Und es ist jetzt niemand hier heute, der sagt, oh, ich habe sie gerade nicht dabei. Ja. Denke ich mal. Das heißt, die haben sie immer dabei. Und um die geht's. Um die geht's. Es geht um die Neuronen. Und die können sie entspannen, ich habe es gesagt, wenn sie auf Ordnung blicken. Und sie können sie in Aufregung bringen, wenn sie auf Unordnung blicken. Und das ist Ihre Wahl. Entscheiden Sie selber, wann ist wieder Zeit, auch auf Unordnung zu blicken. Dann können Sie das auch ausbalancieren. Wenn Sie gut in sich reinspüren, merken Sie, jetzt kann ich das wieder machen. Aber merken Sie auch, wann ist es eben Zeit, auf Ordnung zu blicken. Dann entsteht die Ordnung. Es funktioniert wirklich. Darf ich nächste Folie? Diese Folie gefällt mir gut. Das ist die Ordnung einer Schneeflocke. Ja? Und das ist ja jetzt, wenn man das beobachtet, übrigens Schneeflocken kommen bald wieder, ist bald wieder Saison, da ist ja eine unglaubliche Ordnung in dieser Schneeflocke, oder? Ohne dass die jetzt jemand gemacht hat, ja, sondern die ist da und diese Ordnung muss nicht von uns hergestellt werden. Sie müssen auch nicht Seerosen korrigieren. Das heißt, die Ordnung ist da und jemand kann sagen, ja, aber die Schneeflocken gibt es nur wenige. Nein, dann gibt es viele. Es gibt Milliarden von Schneeflocken. Sind die alle geordnet? Alle. Sind die alle gleich? Nein. Sind alle geordnet? Ja. Aber dann gibt es ja so viel Ordnung. Ist so. Ja. Also wenn Sie die Ordnung suchen, werden Sie überall finden. Überall. Ich habe mal so eine Übung gemacht, gesagt, jetzt habe ich meinem Verstand gesagt, nehmen Sie Ihren Verstand, ja, und betrachten Sie ihn wie einen Hund. Aber einen Hund, den Sie gerne haben. Ja, und lassen Sie ihn nicht einfach rumspringen, sondern sagen Sie ihm, was er zu tun hat. Ja, und dann sagt er, ah, ich will jetzt das lesen, da Hamas, Gaza und hier gibt es noch Bilder. Nein, du bekommst nur Text. Dann sagt er, ich will Bilder. Sage ich ihm, nein, Bilder bekommst du nicht. Dann ist meiner macht der Schart dann so und sagt, Ruhe. Sie müssen von oben, ja, Sie sind das Bewusstsein, Sie sind nicht der Verstand. Der Verstand ist eine untergeordnete Ebene in Ihrem System. Die können Sie nutzen. Ich möchte nicht sagen, der Verstand bringt es nicht, aber der Verstand muss unter der Kontrolle des Bewusstseins sein. Und dann sagt das Bewusstsein zum Verstand, such Ordnung. Und dann macht mein Verstand, macht dann, nein, habe ich keine Lust, weil der Verstand tendiert zum Problemlösen. Ja, darum sucht er auch Probleme. Sind das schon aufgefallen? Sind ja auch schon länger dabei. Hä? Also irgendwann müsste es einem auffallen. Wenn Sie eine Problemliste haben und Sie haben das oberste Problem gelöst, rückt das zweite auf Platz 1 und die Liste wird nie leer. Nie. Es gibt immer ein neues Problem. Da fragt man sich, wie kann das sein? Ich muss die Liste schneller abarbeiten. Nützt nichts. Der Verstand wird das nächste Problem finden, weil er ist darauf fokussiert, Probleme zu lösen. Was er nicht fokussiert ist, auf Dinge zu fokussieren, die funktionieren. Das ist nicht seine Aufgabe. Funktioniert ja, muss ich mich nicht drum kümmern. Aber das heißt, dann entstehen so, der Verstand denkt gewisse Dinge, ist absolut verrückt. Er denkt, ich muss mich um alles kümmern. Stimmt doch gar nicht. Ja? Stimmt doch überhaupt nicht. Niemand denkt, oh, ich muss heute noch verdauen. Ja, läuft automatisch. Läuft automatisch, müssen Sie nicht drum kümmern. Stellen Sie mal vor, wenn Sie das selber machen müssten. Das ist komplizierter als online ein Ticket zu kaufen. Das heißt, um vieles müssen wir uns gerade nicht kümmern.
oh, ich muss noch atmen. Nein, läuft automatisch. Kannst du nicht verpassen. Das ist, du wirst geatmet, sei dankbar. Es läuft. Verdauung läuft auch. Ordnung gibt's. Leg dich hin. Und dann kommt der Moment, wo die Unruhe kommt. Sag, ja, aber Gaza wird doch bombardiert. Ich will das noch anschauen. Dann genau hinschauen und sich fragen, habe ich jetzt die Kraft? Ja? Habe ich die Kraft und die Klarheit? Und Achtung, wenn man die Kraft und die Klarheit nicht hat, dann nicht noch stärker in die Negativität. Ja? Weil dann gibt es Probleme, Burnout, Suizid, Depression. Das sind Probleme auf der Ebene der Nerven. Da nützt es ihnen nichts, wenn sie die Muskeln trainieren. Es nützt ihnen nichts, wenn das Haus geheizt ist. Das nützt null und nichts gegen Burnout, ein geheiztes Haus. Es nützt nichts, wenn sie 50 Liegestützen können. Sie können trotzdem Burnout haben. Es ist auf der Ebene der Muskeln oder der Raumtemperatur nicht zu regeln. Sie können auch, wenn Sie genügend Nahrungsmittel haben, können Sie trotzdem depressiv werden. Das hat nichts mit den Nahrungsmitteln zu tun. Es hat letzten Endes mit den Nervenzellen zu tun. Und auf der Ebene der Nervenzellen, muss ich wirklich sagen, sind wir in den letzten Jahren sehr, sehr unvorsichtig gewesen. Wir haben unglaublich viel Negativität reingezogen und dazu noch gestritten. Ja? Und das ist natürlich das perfekte Rezept für eine Erschöpfung. Das heißt, das drehen wir jetzt und sagen, die Negativität nehme ich nur rein, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich Kraft habe für Recherche, dann mache ich das. Und die Streits können Sie ganz weglassen. Ja. Und das sind eigentlich die Tipps, die ich heute Ihnen mitgeben wollte. Ich weiß, dass Sie das alles schon wissen, aber ich fand es wichtig, Sie daran zu erinnern. Weil die Ordnung ist ja da. Die Ordnung ist da, das kann niemand leugnen. Niemand kann leugnen, dass die Ordnung da ist. Die Unordnung ist auch da. Das kann auch niemand leugnen. Es ist immer beides da. Und dann gibt es Menschen, die sagen, gut, dann will ich alles sehen und alles verstehen. Ich will alle Bücher lesen, alle Filme schauen, alle Musik hören, alle Länder bereisen, alle Konflikte studieren. Können Sie vergessen? Ist nicht möglich. Es werden 100.000 Bücher gedruckt auf Deutsch jedes Jahr. Wollen Sie alle lesen? Geht nicht. Wollen Sie alle Filme schauen? Unmöglich. Alle Länder kennenlernen? Auch unmöglich. Das heißt, Sie müssen eine Auswahl treffen, immer. Und wenn Sie schon eine Auswahl treffen, dann würde ich wirklich empfehlen, achten Sie auf Ihre Energie. Ich verstehe schon, wenn man gelangweilt ist, möchte man vielleicht wieder News schauen, ob irgendwo ein Flugzeug abgestürzt ist, aber man muss wirklich den eigenen Verstand anschauen. Was macht er gerade? Ja? Gehen Sie in die Beobachterhaltung. Was denke ich schon wieder? Das ist interessant. Das ist interessant, was man alles denkt. Und glauben Sie nicht alles, was man denkt. Das ist ganz wichtig. Eckhart Tolle, sehr guter Forscher, gesagt, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle. Wir sind das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Das sind die wesentlichen Zusammenhänge. Und wenn man das merkt, dass man nicht die Gedanken ist, dann kann man die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten. Das mache ich immer wieder. Also zum Beispiel eine Übung ist im Straßenverkehr, da kann man gut üben, da bin ich so der ungeduldige Typ und scheinbar wird sich das auch nicht ändern. Also ich fahre da mit dem Auto, da fährt jemand vor mir, dann denke ich, Mann, der fährt so langsam, weil ich so ungeduldig bin. Ja? Der fährt so langsam, wie schnell ist denn hier? 50, ja, wie schnell fährt denn der? 50, ja trotzdem, ja, es ist so, ja, beobachten Sie sich selber. Wenn Sie sich schon mal entschieden haben, sich aufzuregen, müssen die äußeren Umstände gar nicht passend sein, ja. Und es entspannt uns, zu wissen, dass uns das allen so geht. Das geht uns allen so. Immer wenn man denkt, ah, jetzt bin ich Erleuchtung, kommt die nächste Übung. Ja? Dann jetzt läuft es, jetzt habe ich es drauf und dann zack, irgendwas. Und dann denkt man wieder, das war jetzt aber nicht geplant. Ja? Und schon bei kleinen Dingen, zum Beispiel ein Teller fällt runter, bang. Früher habe ich nur nach außen geschaut, ja, und habe noch kommentiert in unschönen Worten. Ja? Neue Übungslevel ist jetzt so, Schweigen. Teller fällt,
knallt auseinander. Die ganze Aufmerksamkeit zack nach innen richten und beobachten, wie die Gedanken und Gefühle aufgewühlt sind. Die Gedanken, die drehen gleich ab. Ah, oh, das gibt einen kleinen Splitter, der wird wohl bei mir im Zehen landen, landet immer bei mir im Zehen, kenne ich doch, das macht super weh. Ja? Und dann aber nicht beurteilen, sondern einfach denken, ah, der Verstand wieder auf 180. Ja? Aber dann das nicht notwendigerweise glauben, ja? Sondern einfach sagen, mein Verstand, ja, ist ziemlich neurotisch. Ja, tendiert zum Drama. Beobachten Sie Ihren eigenen Verstand, was der Ihnen schon alles erzählt hat, und schreiben Sie es mal auf. Ja? Das wird passieren, das wird passieren. Wenn es nicht passiert, ich habe meinen Verstand schon gefragt, du, das ist jetzt aber nicht passiert, hat er gesagt, Daniele, ich wollte dich nur warnen, du hast einfach Glück gehabt. Ja, wirklich. Der sagt nie, ja, stimmt, manchmal habe ich eine zu negative Sicht. Sagt er nie. Er entschuldigt sich nie. Der sagt immer, man muss noch schauen, es kommt schon noch schlecht. Ja? Jetzt ist gerade eine gute Phase, aber ob dieses Dach hält. Und darum empfehle ich wirklich diese Achtsamkeit. Also gehen Sie nach innen, beobachten Sie Ihre Gedanken und Gefühle aus der Gewissheit heraus, dass die kommen und gehen. Da können Sie auch nichts ändern, die kommen und gehen jeden Tag. Mal rauf, mal runter, das ist eine spannende Achterbahnfahrt und darum ist Achtsamkeit so wichtig. Ich möchte Sie alle bestärken. Es ist schön, in der Friedensbewegung zu sein. Wir sind gut vernetzt. Bleiben Sie friedlich, bleiben Sie tolerant. Es gibt ganz verschiedene Meinungen, das wird immer so sein. Und in dem Sinne danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr freundlich. Danke, danke. Ja, danke, danke. Vielen Dank. Danke, danke.